Universum pullen, was glaube ich schwer wird. Ja, komm, gib mir mal unseren Herold und dann möchte ich mal bitte direkt, direkt. Ja! Ja! Das war gut. Boom. Das war gut. Einfach mal schön alle anfackeln. Ja, wobei, wir können ja mal rein theoretisch, Moment mal, auch wenn wir das sonst nicht machen, aber mittlerweile dauert es ja, achso, ich bin noch im Combat, ja komm, geh mal raus. Ich wollte sagen, wir können jetzt ja das eine Level auf dem Herold leveln, dass wir jetzt alle vier zusammen leveln, das dauert ja doch ein ganzes Stückchen augenscheinlich, bis die anderen Level abhaben, das heißt, wir können einen Punkt mal eben hier verteilen. Ja, einen haben wir und wir waren hier im Feuerbaum. Zusätzlicher Feuerschaden. Das benutzen wir jetzt ja doch ganz gerne, wie ich feststelle. Was haben wir hier unten noch? Chaotisches Feuer. Barrierebonus. Und hier haben wir Feuerwall. Und Feuermine. ...1600% des Waffenschadens. What? 200% des Waffenschadens pro Sekunde für 8 Sekunden. Also 1600% quasi. Ich fand's gut, ich hab's nur angespielt. Steht noch auf meiner Ich muss es ordentlich spielen Liste. Ist halt so ein recht niedliches Rollenspiel, rundenbasierend, wenn du so willst. 100% des Waffenschadens. 300. Jetzt ist die Frage, was können wir hier noch reinpacken? 3 Meter 4 Sekunden. Brennende zwei. Achso, okay, das ist aber wirklich nur eine Mine, die einmal explodiert. Ja, was ist das hier unten? Dann würde ich sagen, Barrierebonus Magie bei Freischaltung oder Regeneration. Ja, komm, wir nehmen erstmal hier. Moment, wie viel machst du als Basis? Ach, das ist die Wand, ne? Nee, dann komm, machen wir hier erstmal den Punkt rein. So, anwenden. Dankeschön. So. Oikon lese ich gerade. Oikon geht, ich lese es nicht. Ach, da unten. Ja, klar. Eventuell sehen wir uns im PSN. Ansonsten, nächsten Stream, Oikon. Wie gesagt, klar, ich werde die nächsten Tage auch mal wieder in Destiny halt einloggen. Wie gesagt, ich brauche da halt noch dieses ganze Dämmerungsstrike-Döns. Wie gesagt, wenn sich da halt eine Gruppe finden würde. Das wäre auch nicht schlecht, weil das Solo zu machen ist ein bisschen anstrengend. Gerade ist es ja wieder dieses komische Kreischer-Ding, ne? Puh. Ja, wie gesagt, im Moment ist, sind es ja noch, gibt es PSN-Sales. Da definitiv mal reinschauen. Ich habe mir da halt Murdered Soul Suspect noch geholt. Für alle die, die ein wenig basteln wollen und die wissen, wie es funktioniert. Ich möchte jetzt nicht jetzt hier im Stream gerade eine Anleitung dazu geben. Wenn ihr wisst, wie ihr Digitalspiele im US-Store kaufen könnt, die haben auch Flash-Sales und zum Teil bessere Angebote. Wie gesagt, wenn ihr wisst, wie es funktioniert, super. Wenn nicht, googelt oder wir sprechen ein andermal drüber, nicht jetzt. Da gibt es halt zum Beispiel Dragon Age, glaube ich, für 29 Euro umgerechnet, also 35 Dollar. Da sind etliche Spiele deutlich, deutlich günstiger digital als bei uns. Also wie gesagt, da eventuell auch immer mal den US-Store, den digitalen PSN-Store im Auge behalten. Da kann man das eine oder andere Schnäppchen machen. Ja, natürlich müsst ihr euer PSN-Guthaben mit PSN-Karten aufladen. Weil ihr sonst eine amerikanische Kreditkarte halt braucht. Und die haben ja wahrscheinlich die wenigsten von uns. Deswegen müsst ihr halt US
also Dollar PSN-Guthaben irgendwo kaufen. Wie gesagt, wie ihr das jetzt alles macht, sage ich jetzt aber an der Stelle einfach mal nicht. Ich sage nur den Hinweis, da gibt es aber auch das eine oder Angebot deutlich günstiger als hier. So, und hier ist nix. Sperrspitze, wünsche ich dir auch. Komm gut ins Bett, reparier den Schlafrhythmus, rutsch gut rein. Sonntag 18 Uhr, wenn du Bock hast, Zeit hast, Lust hast, geht's weiter mit Demon's Souls. Heute der letzte Stream in diesem Jahr und dann auch erstmal ein, zwei Tage Pause vom Silvesterfest erholen. Und Server einrichten, alles ordentlich machen und wie gesagt, Sonntag geht's dann wahrscheinlich mit einem neuen Mikro. Ich hoffe vielleicht, dass es morgen schon ankommt. Wie gesagt, ein Update gibt's dann auf, wie heißt dieser Service, wo man Kurznachrichten machen kann? Twitter. Da werde ich dann auch posten, wenn das Ding angekommen ist, mit dem Foto. Genau. Dann auch nochmal als Anmerkung, fragen ja halt auch einige von euch immer, ob ich denn jetzt streame oder nicht. Wie gesagt, wenn es ausfallen sollte, sage ich rechtzeitig über Twitter und Facebook Bescheid. Also klar, der eine oder andere wird vielleicht gerade Fratzebook nicht mögen. Twitter, muss ich sagen, tut wirklich nicht weh, liebe Freunde. Und ist auch nicht so ein Datensammler und Spam-Moped wie Facebook. Wie gesagt, da eventuell halt einen Account machen. Oder einfach mal auf Follow klicken und schon kriegt ihr da die Infos vorab, wann, wo, ob Stream ist oder wichtiger, ob er ausfällt. Wie gesagt, ich gehe einfach mal davon immer aus, wenn ich nicht schreibe, findet es statt. Wenn irgendwas Besonderes ist, also sprich ein Ausfall, dann gebe ich natürlich immer rechtzeitig Bescheid. Und ich schließe mich an. Guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön, aber nicht zu viel. Gute Nacht, Lazarus. Umarmung an alle. Yassi, meine Liebe, komm gut ins Bett, feier schön, rutsch gut rein mit Mario, trink nicht zu viel, rutsch nicht aus und wir sehen uns Sonntag. So sieht's aus und das sollte jetzt kein Küsschen gewesen sein, auch wenn es vielleicht so klang. Nein, wir haben nichts miteinander, so sieht's mal aus. Yassi, was war das für ein Geräusch? Ja, komische Geräusche hier. Böse Lippen. Was für ein neues Mikro gibt es denn? Ein Rode HS1P. Ich glaube, das heißt es. So heißt es komplett. Ja. HS für Headset, 1 fürs erste, P für Pink. Es hatten hier reichlich Kämpfe aus reichlich dämlichen Gründen stattgefunden. Und jetzt sehe ich, wie die Menschen ins Internet stürzen und Rode HS1P eingeben und googeln. Ist so ein Headset-Mikro. Headset-Mikro, ja, das klingt irgendwie, also so ein Moderatoren fast unsichtbar Moped-Ding. Ja. Weil das Problem ist halt einfach, Stefan, hier hört man es halt, wenn ich jetzt nämlich einfach so weiterrede und mich hier irgendwie umdrehe, um mal hier hinten zu reden oder mal den Chat halt lese. Man merkt halt deutlich, wenn ich hier ins Mikro rede oder nicht. Und mit dem Moped bist du halt deutlich, deutlich flexibler. Kann ich mich halt hier ein bisschen freier bewegen und irgendwann vielleicht auch einen Aerobic-Kurs machen. Und dementsprechend, weil ich das auch öfters bei Lobos und Man vs. Game gesehen habe, fand ich das halt ziemlich geil. Und hier bist, hast du halt das Moped im Bild und bist halt nicht so flexibel. Nee, ich wollte ja ursprünglich das Countryman Bloody Ace, aber das war halt leider zu teuer. Wie gesagt, für einen Countryman zahlst du halt das doppelt bis dreifache. Wie gesagt, da bist du dann mit 600-700 Dollar dabei. Und wie gesagt, dann wollte ich halt sowas wie das T-Bone. Allerdings hätte ich da ein neues Interface gebraucht und das brauche ich bei dem Rode nicht, weil das hat ein ziemlich geiles Stecksystem. Mikon-Stecker heißen die und die gibt es tatsächlich von Haus aus direkt auf große XLR-Stecker. Und natürlich bekannte Rode-Qualität, 5 Jahre Garantie, wenn du dich registrierst, wie bei dem NTA1.
Und ich bin mit den Dingern ehrlich gesagt super zufrieden und deswegen habe ich es mir jetzt bei Thomann halt bestellt. Wie jetzt, bin so ein kleiner Rode-Fanboy, weil das Ding einfach das macht, was es soll. Und das macht es sehr gut, ohne Rauschen. Und darum, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, ob es vertaucht, werden wir dann feststellen. Wo ist denn hier die letzte Scherbe? Ich finde ihn nicht. Ich freue mich auch, also ich bin echt gespannt. Wie gesagt, ob man halt den Ton halt ähnlich wie beim Großmembraner hinkriegt. Wie gesagt, bin ich gespannt. Ist eine Herausforderung. Klar, sage ich jetzt gleich dazu, dass ein kleines Kondensator-Lavalier-Mikrofon kein Großmembraner ist. Halt die Wärme, das Sonore, die Fülle in der Stimme, das macht halt das Großmembraner. Und da muss ich halt schauen, dass ich das irgendwie hinkriege. Ich hatte ja mir das Kokos Reaper geholt. Das habe ich ja. Habe ich im Moment nicht aktiv, aber mit dem neuen Ding werde ich das dann auch gucken, um den Ton halt ähnlich hinzubekommen. Das ist dann halt eben auch so ein Ziel. So, jetzt haben wir die Scherben. Jetzt haben wir Ditte. Und, alter Schwede, es wird einfach nicht weniger. Es wird nicht weniger. Bevor wir da runterspringen, würde ich sagen, gucken wir mal nach da. Weil ich denke, das wird hier oben sein. Chris, das ist die F-Serie, in Anführungsstrichen die billigste, also die für die leichtesten und kleinsten Personen, angeblich für Personen bis 1,80, ich selbst bin allerdings 1,86 und wie du siehst, passe ich hier trotzdem gut rein. Also sprich, Indikator ist immer, dass die Schultern ungefähr an den Polstern sind und dass der Kopf nicht oben über das Moped hier drüber kommt. Und obwohl ich 1,86 bin, komme ich damit doch ganz gut klar. Und ja, sie sind wirklich bequem. Saubequem. Und Mönch vs. Game hat halt noch zwei bessere Interfaces, mit denen er halt Kompression, Equalizing und Pipapo macht von Behringer. Das kriege ich alles mit Kokos Reaper softwareseitig hin. Also das heißt, ein bisschen mehr EQ, ein bisschen mehr Kompressor, ein bisschen Noise Gate, ein bisschen Filtern. Das ist nicht das Ding. Und er macht halt, er steuert auf Show aus. Er ist ja auch meiner Meinung nach mehr Entertainer als Let's Player oder Streamer. Er macht ja auch viel mit Voice-Effekten, also mit Hall, mit Übersteuern. Passt der Stuhl auch vom Gewicht? Ich wiege im Moment nicht allzu viel. Also wie gesagt, vor Weihnachten um die 70. Lass es jetzt 75, 76 sein. Ich glaube, die sind ausgelegt bis 80, 90 Kilo. Also von daher passt das. Und wie gesagt, ich bin nur dick am Bauch und am Gesicht. Also wie gesagt, Spike hat mich mal in einer Natura-Aufnahme im Video gesehen. Ich habe dünne Beine, von daher passt das. Wenn ich jetzt einen dicken Arsch hätte, würde es eng werden, weil es ein Schalensitz ist. Aber da ich relativ dünne Oberschenkel und Beine habe, passe ich super auch in die Schalensitze. Wer halt, sage ich mal, ein gebärfreudigeres Becken hat oder dicke Bodybuilder-Oberschenkel, sollte vielleicht mal irgendwo Probe sitzen. Weil es ja doch halt ein bisschen teurer ist, als dass man sich so ein Moped mal bestellt und dann ein Leben lang ärgert. Ja, 1,80, 70 Kilo. Gut, dann bin ich 6 cm größer und vielleicht jetzt mittlerweile 5 Kilo schwerer. Dann solltest du von den Proportionen genauso jetzt aussehen wie ich hier drin. Vielleicht noch ein bisschen tiefer. Und hier haben wir eine Scherbe. Hurra. Ihr kommt doch mal bitte hier mit, Mann. Habe ich die jetzt gelootet? Ja. Ja, wie gesagt, das ist halt eben Geschmackssache, wie man halt eben seine Mikros einstellt. Ich mag halt, dass es halt sehr voluminös und ein bisschen halt bessern in der Stimme ist. Ich weiß gar nicht, ob bessern ein Wort ist. Bassern? Bessrig? Basshaftig? Keine Ahnung.
Also gerade das in diesem Bereich von 200 bis 300 Kilohertz, dass da halt die Bässe ein bisschen angehoben sind, weil das halt quasi diese Frequenz ist, die, ja, die Stimme halt warm macht, die sie halt vertrauenswürdig erscheinen lässt. Stefan, kein Problem, gerne, gerne. Und, ja, da gibt's halt etliche Videos und Tutorials, die man sich halt angucken kann. Ich habe es halt mir damals angeguckt für Audacity, was man halt eben alles machen kann. Angefangen halt eben von Kompression, von Noise Gates, von Equalizing. Ich hatte davon überhaupt keine Ahnung, als ich mit dem Let's Playen angefangen habe. Ich habe halt nur meine Aufnahmen gehört und habe mir gedacht, irgendwie fehlt da was in der Stimme. Und dann guckst du dir halt so Tutorials an und, oh, wir können den besseren Hof bauen. Wie geil. Das ist gut. Das können wir nachher aufwerten. Ja, und dann hatte ich mir halt Audacity runtergeladen. Oder Audacity, keine Ahnung, wie der Moped heißt. Und habe damit halt angefangen rumzuspielen. Wie halt anders als Bloody, der das Ganze halt eben studiert, habe ich mir das mehr oder minder mit YouTube-Videos gucken beigebracht. Und einfach dann halt hören, Klamotten verschieben und gucken, was passiert. Das war ein Scheiß mit dem Stuhl. Ja, 26 Kilo Robson. Das Paket war Moped-mäßig groß, das stimmt. Ich habe es von meinen Eltern abgeholt. Ich habe es mir aufgrund der Größe zu meinen Eltern schicken lassen. Bin dann halt mit dem Wagen halt hin. Ein Glück fahre ich mittlerweile ein größeres Auto und nicht mehr den kleinen Sportwagen. Da habe ich es dann zum Glück reingekriegt, sonst hätte ich das Ding nicht reingekriegt. Das war riesig. Lennart, das SteelSeries, ich habe es nicht benutzt. Ich weiß, dass es viele Streamer benutzen, gerade in Weiß. Ich finde es sehr schick. Also wenn es halt Tragekomfort in Ordnung ist und der Klang in Ordnung ist, wo ich sage, klanglich bin ich auch, muss ich sagen, verwöhnt. Ich mag Headsets nicht, die überhaupt keinen Bass haben, weil sie einfach auf Sprache optimiert sind, die halt sehr, sehr flach klingen. Das mag ich nicht. Wie gesagt, da müsste ich halt einmal reinhören, um zu sagen, ob es klanglich was taugt. Gibt halt sehr viele Headsets, die haben halt überhaupt keinen Bass. Und wenn du da dann nicht halt irgendwelche Klamotten auf dem Rechner hast, irgendwelche Soundblaster-Zusatztools, dann ist der Sound mir zu dünn. Von daher, also ich habe es nie selbst benutzt. Ich kann halt nur sagen, es sieht optisch gut aus und es benutzen viele. Keine Ahnung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, prinzipiell würde ich sonst sagen, wenn in Anführungsstrichen minimal Geld keine Rolle spielt, guckt ihr die Sennheiser Headsets an, also namentlich Game 1, Game 0. Wenn Geld eine Rolle spielt, der absolute, würde ich sagen, Preis-Leistungssieger für mich ist wirklich das Headset, was ich jetzt aufhabe. Das ist echt der Knaller. Wie gesagt, das ist ein Kingston Hyper Cloud X, also Hyperwolke X, ne? Hyper Cloud X. Das kriegst du, wenn du Glück hast, im Angebot für 50 bis 60 Euro. Und das ist ein umgelabeltes QPad 85 bzw. QPad 90. Ist geschlossenes Headset. Hat einen super Klang. Gutes Mikro habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber der Klang ist traumhaft. Und du merkst es nicht. Es ist super leicht und super angenehm zu tragen. Und das für den Preis. Wie gesagt, du kannst dir, wenn du das Original haben willst, holst du dir das QPad, wie gesagt. Und wenn du davon das Original holen willst, holst du dir ein Biodynamic. Weil Biodynamic verkauft die an QPad und QPad verkauft sie an Kingston. Und die werden zweimal umgelabelt. Ja, habe ich gerade beantwortet, mehr oder minder, was Lennart fragt. Also wie gesagt, Kingston Hyper Cloud X. Wenn du runterscrollst, stehen meine PC-Spezifikationen, unter anderem auch das Headset. Direkt mit dem Link zum Draufklicken kommst nach Amazon, da siehst du es. Und das gab es halt in Cyber Monday im Angebot. Da habe ich es mir halt auch geholt.
Wobei ich dazu sage, ich habe es mir nicht beim Cyber Monday in Deutschland geholt, wo es sogar, glaube ich, 85 gekostet hat. Ich habe es mir beim Cyber Monday in Italien geholt. Auf der italienischen Seite von Amazon. Da war es nämlich im Angebot für 59 Euro plus 5 Euro Versandkosten, also 65 Euro. Da habe ich gesagt, ja, bitte einmal hier von Italien mal bitte nach Deutschland schicken. Möchte ich haben. Und das war halt preislich gesehen die absolut geilste Entscheidung. Es ist echt preis-leistungsmäßig. Ich glaube, ich kenne kein Headset, was das schlagen kann. Wie gesagt, Beyerdynamic prinzipiell würde ich gerne ausprobieren. Gerade dieses 300-Euro-Headset. Aber hey, ich meine 300 Euro für ein Headset. Und dann rollst du am besten über das Kabel und das Ding ist im Arsch. Also, nein. Muss ich ja schon dazu sagen, selbst die Sennheiser mit ihren 150, 160 Euro sind ja auch jetzt schon eigentlich übertrieben teuer. Ja, das Sennheiser, was ich jetzt halt habe, habe ich halt an der PlayStation halt dran. Damit ich nicht jedes Mal umstöpseln muss, eben wegen der Angst, dass irgendwann einfach die Kabel kaputt gehen. Deswegen, also ich bin da halt immer der Typ, einmal reinstecken und nie wieder bewegen, weil dann kann auch nichts kaputt gehen. Und ich wubbel hier gerade von A nach B und finde nichts, wo ich hin will. Ich will dahin. Verflucht. Wo ist es? Augenscheinlich stande ich davor. Ah, oben. Okay, verstehe ich. Wie komme ich denn jetzt nach da oben? Hier rum? Also, das ist das Einzige, was mich in diesem Spiel so ein wenig nervt, dass man so oft die Wege nach oben suchen muss. Alter, natürlich ist es aber architektonisch schon realistisch, aber es nervt irgendwie. Weil wir jetzt einmal komplett um diesen Berg rumlaufen und nicht wissen, wie wir da hochkommen. Mann, 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 Mann. Keine Ahnung, was es kostet. Wie gesagt, da kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe nur gesehen, dass es halt viele Streamer halt benutzen. Achso, hier war ich schon irgendwo, irgendwann, irgendwie. Nein, ich will nicht kämpfen. Geht weg. Ich will hier nur zu meinem Loot irgendwo. Ja, das ist halt... Alter, jetzt bin ich ja auch noch in Combat. Stop it. So. Komme ich hier jetzt vielleicht hoch? Ja. Komm. Ah. Komm ich. Ja, die waren da dran geschraubt. Klar, die musste abmachen, um das Ding dann wieder zu verschrauben. Das war bei mir auch so. Das Einzige, was ein bisschen komisch ist, ich weiß nicht, ob du das hast, die Armlehnen könnten ein bisschen leiser sein. Wenn ich nämlich den Arm drauf mache, hört man die. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört. Plus, wenn ich rolle, ohne drauf zu sitzen, hört man die Rollen. Das heißt, die Rollen sind nicht lautlos. Da habe ich halt immer so ein bisschen Angst, dass man die auch im Stream hört, wenn ich jetzt hier so rumrolle. Die sind so ein bisschen am Klappern, die Rollen. Alter, wir waren hier. Das ist nicht der Berg. Doch, es ist der Berg, nur eine Ebene tiefer. Also besser gesagt, diese Rampe hier tiefer. Ah, Gott. Ja, ich werde sterben. Naja, vielleicht auch nicht.
So, das haben wir. Jetzt ist die Frage, wo ist denn der nächste Moped? Da, wo ist denn hier da? Da hinten, also hier rüber. Oh mein Gott. Das hat er auch, okay. Aha, Spiel. Es trollt mich. Das ist doch nicht der Kackernst, Mann. Jetzt müssen wir auf diesen Berg. Einfach mal Fahrstühle oder Jetpacks oder irgendwas, was dieses ganze Moped hier leichter machen würde. Ach komm, ja, ich brauche mal einen Trank, sonst bin ich, glaube ich, bei der nächsten Erschütterung tot. Bitte, Trank, danke. Ja gut, aber das sieht hier, glaube ich, doch besser aus. Ich glaube. Ich glaube doch nicht. Wo denn? Nee, Skyrim habe ich noch gar nicht gespielt, Leonard. Habe ich schon öfters gesagt, weil ich auch öfters gefragt wurde. Ich bin nicht so der Elder Scrolls Fan, weil ich diese First-Person-Sicht nicht mag. Ja, du kannst es in Third-Person spielen, aber dafür wurde es nicht programmiert. Und das merkst du dem Spiel an und deswegen bin ich damit nie so warm geworden. Und deswegen habe ich es nie gespielt. Halleluja.